Erneut gibt es eine Protestaktion der Gastronomen, der Wirte. Was ist das Hauptaugenmerk bei diesem Mal und wie gestaltet sich diese Protestaktion? Ich muss ja schon fast die Tränen aus den Augen wischen, weil es ist so berührend. Wir haben gedacht, wir setzen eine Aktion, klassische Musik, uns gibt's noch. Die Musiker leiden genauso wie wir. Wir halten zusammen. Und deshalb diese Aktion, also Aufmerksamkeit machen. Und es ist 5 vor 12 für die Gastronomie. Viele Betriebe werden das nicht überleben, viele Musiker werden das nicht überleben, viele Künstler nicht. Deshalb schreien wir raus, uns gibt's noch. Man könnte es in ein Wort fassen, das die Situation ganz gut beschreibt und auch das Ambiente hier, Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel, ja. Ich dachte wirklich daran, dass wir jetzt loslegen könnten. Wir sind bereit, wir möchten arbeiten. Wir Förderungen, ja, die müssen pünktlich fließen, es muss schneller gehen, es muss erweitert werden. Aber wir wollen im Prinzip arbeiten. Die Mitarbeiter wollen arbeiten, sitzen zu Hause, verlieren ihr Trinkgeld, sind Menschen. Und die Menschen da draußen auf der Straße wollen auch wieder in Lokale gehen. Wir hätten das wirklich gut geschafft mit unseren Präventionsmaßnahmen, das haben wir bewiesen. Wir sind keine Spreader, wir sind keine Hotspots. Also im gemäßigt starten, es hätte funktioniert. So müssen wir jetzt wieder, wir haben eigentlich berechnet jetzt die Halbzeit unseres Lockdowns, wenn es wieder dauert bis März, Ende März, womit ich leider rechne, wird es eine sehr, sehr traurige Zeit für uns alle. Ich kann mich erinnern, genau diese Situation hatten wir auch schon nach dem ersten Lockdown. Jetzt befinden wir uns mittlerweile im dritten Lockdown. Hat man denn irgendwie etwas aufholen können, kompensieren können, in der Zeit, wo man zumindest ein bisschen offen hatte? Naja, wir waren wirklich, es war harte Arbeit, beinharte Arbeit, weil wir ja gedacht haben, nach dem Aufsperren, es geht los. Nein, wir haben wirklich von der Stunde 30% angefangen, uns hochgearbeitet auf 60% Umsatz. Sehr harte Arbeit, sehr intensive, sehr schöne Zeit war das mit so vielen Gesprächen. Hat mir sehr viel gebracht, den Gästen viel gebracht, aber das ist alles zunichte gemacht worden mit dem dritten Lockdown. Und ich befürchte halt das, dass jetzt in dieser Zeit die Privatpartys steigen werden, dass die Zahlen nicht runtergehen werden und wir wahrscheinlich in 2, 3 Monaten wieder von der gleichen Situation ausgehen, dass die Zahlen zu hoch sind und wir nicht aufmachen können. Also die Situation schaut nicht gut aus. Was hört man denn von den Verantwortlichen, von den Vertretern? Gibt es da einen plausiblen Grund, der mitgeteilt wird? Gibt es da wirklich einen ordentlichen Informationsfluss, mit dem man zumindest irgendetwas anfangen kann? Können Sie einfach einmal die Situation beschreiben? Naja, ist eigentlich frustrierend. Also wir kriegen keine Informationen außer die Kammer. Also die Kammer ist jetzt wirklich aufgesprungen. Da muss man Hut ab, Mara und unsere Gastrovertreter, dass wir wirklich an einem Strang ziehen und die das eingesehen hat. Wir sind ja die Wirtschaft. Wir müssen auch Input geben der Regierung. Die haben es natürlich schwer, keine Frage. Die Entscheidungen sind schwer. Sie haben es nicht leicht gemacht, aber die Entscheidung ist da, ist gegen uns gefallen, gegen den Handel vorerst und vor allem gegen die Schulen gefallen, was mir am meisten leid tut. Ja. Aber die Situation ist eine verworrene und jetzt, klar, es gibt immer einen neuen Grund. Jetzt ist die Mutation des Virus. Was wird in 2, 3 Monaten sein? Also die Situation ist nicht gut. Ich, der alte Optimist, bin nur mehr halb Optimist. Ich sage nicht Pessimist, aber es schaut nicht gut aus und das macht so wahnsinnig traurig. Wir haben schon beschrieben mit den Worten kalt und düster, auch in einem zugesperrten, seit Wochen zugesperrten Kaffeehaus, wo normalerweise so viel Leben ist, fühlt man sich wirklich einsam und allein. Aber kann man mit Worten diese Gefühlslage überhaupt noch ausdrücken, die eben ein Gastronom derzeit durchlebt, natürlich auch die Mitarbeiter und auf indirekte Art und Weise auch die Kunden? Emotion, Traurigkeit, das ist Verdruss, es ist so fad, es ist einfach, wir wollen ja, es ist einfach, in uns steckt so viel drinnen und wir haben so eine Aufgabe, für Menschen da zu sein und mir tun die Leute so wahnsinnig leid, die vielleicht alleine zu Hause sitzen, die alten Leute oder Alleinerziehende mit ihren Kindern, die rausgehen wollen, ein bisschen Ansprache haben wollen, dass es jetzt wieder zunichte gemacht wird. Ich weiß, wir müssen da durch, wir müssen zusammenhalten und wir hoffen halt drauf, dass es wirklich das letzte Mal ist, dass wir dann wirklich aus dieser Krise kommen und wieder für alle Menschen da sind und vielleicht dann zurückschauen und sagen, das haben wir geschafft, wir sind weitergekommen und wir können starten. Wie viele Protestaktionen könnten Sie denn noch mitmachen? Wie viel kann man denn noch verkraften?
endlos. Also ich habe ja viel Kraft. Ich mache da mit, aber es muss in einem gewissen Rahmen sein. Also diese Demos da draußen mit Nichtbeachtung der Abstandsregel, das geht gar nicht. Und auch ob es rechts, links radikal ist, das geht gar nicht. Also wir versuchen, Aufmerksamkeit auf uns zu bringen, zu zeigen, Menschen sind da, Menschen wollen arbeiten, Menschen wollen fortgehen. Das ist halt unser stiller Protest und natürlich auch die Forderungen, dass wir die Förderungen bekommen und das zeitgerecht und nicht so schleppend, dass da wirklich was weitergeht, dass wirklich jeder, also ich höre immer wieder, dass Leute den November-Umsatz noch, Ersatz noch nicht bekommen haben, das schockiert mich total, die wirklich das dringend brauchen. Also da muss wirklich Tempo gemacht werden, es muss die Zusicherungen müssen dann wirklich abgeschlossen werden und jeder muss punktgenau Geld bekommen, dann können wir das durchhalten, sonst sehe ich schwarz. Die Unterstützung in Sachen Geld haben wir bereits angesprochen. Dass nicht jeder Takeaway anbieten kann, das liegt auch auf der Hand. Aufsperren darf man nicht, bewirten darf man nicht. Wie sieht denn jetzt so ein Konzept aus? Wie können wir uns das vorstellen? Zum Beispiel, wenn jetzt die FFP2-Maskenpflicht kommen würde. Ich glaube, das könnte man eigentlich noch ganz gut durchsetzen. Aber was soll denn sonst noch gemacht werden, beziehungsweise was für Konzepte gibt es denn? Naja, es ein bisschen schwierig wird, während der 2-Meter-Abstand, das sehe ich eher, das ist wahrscheinlich jetzt einmal in erster Linie, aber in der Gastronomie 2-Meter-Abstand, also der Kellner kann nicht zurufen, das wird nicht gehen. Aber so Präventionsmaßnahmen wie Registrierungspflicht, das haben wir ja gezeigt, dass wir das können, dann natürlich Hygienemaßnahmen und Maske, wie sie auch immer heißen mag, die Maske, es gibt immer ein neues Gerät und eine neue Bezeichnung dafür, wir machen das eh schon alles mit. Wir wollen arbeiten und wir werden Konzepte, wir haben Konzepte, auch die Hotels hatten Konzepte, also was ist da schiefgelaufen, dass die nicht aufmachen dürfen, mit Eintrittstests, wie auch immer. Also es ist alles möglich, wenn man will.